Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Wir hatten ja vor kurzem berichtet über Carina F., der, man kann es so nennen, der Justizskandal in Berlin. Wir haben Carina F., haben wir gepixelt gezeigt, weil sie Angst hatte vor Repressalien. Und dann kam es eine Anfrage über den Rechtsausschuss des Berliner Senats. Darüber wollen wir uns heute mit dem Senatsabgeordneten Marc Wallenda unterhalten. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung, Herr Wallenda. Hallo, herzlich willkommen. Herr Wallenda, wenn Sie uns kurz über unsere Zuschauer, über Ihre Person unterrichten wollen. Sie sind Jurist und sitzen im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt und bin der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und habe mich mit dem Fall jetzt auch durch die Presseberichterstattung auch immer mehr beschäftigt. Wir haben selbst die Betroffene auch schon telefonisch kontaktiert und uns die Einzelheiten schildern lassen. Und jetzt prüfen wir gerade, also sozusagen arbeiten wir gerade die Sache nach. Wir haben auch im Plenum schon mal, habe ich den regierenden Bürgermeister mal direkt zu dem Fall befragt. Ja. Und ich denke, wir haben mit Sicherheit ein paar Fragen an mich jetzt auch. Ja, liebe Zuschauer, es war also so, ich darf Sie unterrichten, die Carina F. hatte einen Post geteilt, der auch bildlich Michael Müller, den regierenden Bürgermeister, gezeigt hat. Dieser erstattete am 16.04.21 Anzeige. Der leitende Oberstaatsanwalt in Berlin, Jörg Ropach, wurde nun persönlich vom regierenden Bürgermeister instruiert. Und siehe da, daraufhin gab es eine Hausdurchsuchung relativ schnell, obwohl man ja sagt, die Berliner Justiz klagt ja nicht über Arbeitsminderbelastung. Und dann kam es vom Berliner Landgericht, stellten die Richter fest, dass diese Durchsuchung rechtswidrig sei und dass dieser Post nicht einmal den Anfangsverdacht darstellen würde, um diese Maßnahmen zu rechtfertigen. Aber jetzt könnte man ja erwarten, dass sich der regierende Bürgermeister von seiner Seite dann gesagt hat, jetzt muss ich mich entschuldigen. Ja, das hat er eben nicht getan, sondern er hat auf genau diese Frage geantwortet, nein, er habe absolut richtig gehandelt und er werde auch weiterhin so handeln. Und er war auch immer noch der Überzeugung, dass es sich immer noch um eine Verleugnung gehandelt hätte. Ja, und das, obwohl das schon vom Gericht klar festgestellt wurde, also der Fall war ja so, das war eine Fotomontage mit dem Bild vom regierenden Bürgermeister, wo er ein Schild hochhält. Und dieses Schild wurde natürlich abgeändert und da stand dann drauf, alle nach Berlin, Hashtag, ja, und wurde als Kritik verwandt für die Flüchtlingspolitik des Berliner Senats. Das hat ihn so echauffiert, dass er das als eine Beleidigung empfunden hatte oder Verleumdung. Und das haben ja nun jetzt die Gerichte ganz klar festgestellt, dass das bei dem Fall absolut nicht der Fall war. Und ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, der jetzt erst rausgekommen ist, der Oberstaatsanwalt Raupach hat da eigentlich zuerst gesagt, im Rechtsausschuss, das sei gang und gäbe, dass es andauernd Hausdurchsuchungen gäbe bei Beleidigungsdelikten im Netz. Und jetzt hat der Kollege Krapp von der CDU hatte eine kurze Anfrage noch gestellt, die auch beantwortet wurde, zu den Polizeidaten also der Polizeidatenbank, bei wie vielen Beleidigungsdelikten denn es zur Hausdurchsuchung im vergangenen Jahr gekommen war. Und tatsächlich nur bei dreien von, ich weiß nicht mehr die genaue Fallzahl, es waren glaube ich 18.000 Fälle oder so, also 0,003% der Fälle, wo es um Beleidigung geht, sind mit Hausdurchsuchungen geendet. Und ein Fall von diesen drei Fällen muss die hier Betroffene eben getroffen haben. Und das ist schon sehr verdächtig, weil es ja hier eben einen Prominenten getroffen hat, nämlich den regierenden Bürgermeister. Und umso mehr drängt sich der Verdacht auf, dass eben doch Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt wurde in der Sache. Herr Wallenda, gestatten Sie, dass wir unseren Zuschauern mal kurz die Einblendung zeigen, dieses Video in der Fragestunde. Wir blenden das mal kurz ein und liebe Zuschauer, da können sich dann selber ein Bild machen, wie Sie diese Antwort beziehungsweise das Verhalten des regierenden Bürgermeisters empfinden. Herr Abgeordneter Wallenda. Ja, vielen Dank. Hat sich der regierende Bürgermeister bei der Berlinerin Carina F., die auf seinen Strafantrag des Dienstvorgesetzten hin Opfer einer rechtswidrigen Razzia wurde, bereits entschuldigt? Herr Abgeordneter, nein, das habe ich nicht getan.
Und ich will hier auch klar sagen, dass ja in den letzten Tagen deutlich geworden ist, dass anders als Sie es versuchen zu konstruieren, es keinerlei Fehlverhalten, geschweige denn Amtsmissbrauch gegeben hat im Zusammenhang mit der Bitte an die Staatsanwaltschaft, eine strafrechtliche Prüfung eines Sachverhalts vorzunehmen. Es hat also keinen Druck von mir gegeben auf die Staatsanwaltschaft oder auf das Verfahren und es hat keine direkten Kontakte mit der Staatsanwaltschaft dazu gegeben. Es ist ein üblicher Vorgang, der von Seiten der Senatskanzlei und von mir in Gang gesetzt wurde. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um auch hier deutlich zu machen, dass ich staune, wie Sie mit diesem Sachverhalt umgehen und was Sie versuchen, daraus zu konstruieren. Denn wie oft haben wir gemeinsam hier im Parlament, aber auch darüber hinaus, ja Übergriffe beklagt. Und zwar Übergriffe in jeder Form. Egal ob verbale Übergriffe oder in den sozialen Netzwerken, erst recht natürlich gewalttätige Übergriffe. Wir haben beklagt, wenn es Übergriffe gegen Wahlkreisbüros von Abgeordneten gegeben hat. Und wir waren uns immer einig, man muss vorsichtig sein und man muss rechtzeitig darauf reagieren, weil eben oft aus Worten dann auch Taten folgen, auch schlimmste Taten folgen. Wir haben übelste Verleumdung und Hetze erlebt, zum Beispiel, wenn man an Frau Künast denkt, übelste Verleumdung und Hetze gegen einzelne Abgeordnete erlebt. Wir haben tatsächlich auch gewalttätige Übergriffe erlebt. Das ist nicht nur der Bürgermeister Lübcke, auch an Frau Reker kann man denken und an andere. Und wir haben dann immer gesagt, wir müssen rechtzeitig reagieren und rechtzeitig muss Einhalt geboten werden, wenn es solche Verleumdungen gibt. Und die hat es hier gegeben, ganz klar. Es ging bei diesem Foto, das verfälscht wurde und mit einer dann völlig neuen politischen Aussage versehen wurde. Es ging dabei nicht um ein Urlaubsfoto von mir. Und es war ein offizielles Foto des regierenden Bürgermeisters im Hof des Roten Rathauses, wo ich für die Kältehilfe geworben habe, für den Senat. Und allein das finde ich schon widerlich, dass so ein Foto verfälscht wird, wenn man Werbung macht, wenn man um Unterstützung bittet für die Ärmsten in unserer Gesellschaft. Und dass so ein Foto dann benutzt wird, um verfälscht den Eindruck zu erwecken, dass hier der regierende Bürgermeister für eine ganz andere Flüchtlingspolitik steht, für eine verfehlte Flüchtlingspolitik. Allein das, finde ich, ist schon ein Grund, dagegen vorzugehen. Und erst recht, finde ich, sollte es uns einen, zu sagen, dass man es sich nicht hinnehmen kann, egal ob es um einen regierenden Bürgermeister geht, es geht immer um die Institution, nicht um den Menschen, sondern die Institution regierender Bürgermeister, Senatsmitglied, frei gewählte Abgeordnete. Wenn diese Institutionen angegriffen oder verleumdet werden, auch verbal oder im Netz, sollten wir gemeinsam dagegen vorgehen, denn diese Institutionen sind die Stützen unseres demokratischen Gemeinwesens und unserer parlamentarischen Demokratie. Und das sollten wir gemeinsam nicht hinnehmen, dass es solche Vorfälle gibt. Dagegen sich zu wehren, tue ich aus voller Überzeugung und werde es auch in Zukunft tun. Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, Herr Abgeordneter. Ja, Herr regierender Bürgermeister, gehe ich also recht der Annahme nach Ihren Ausführungen, dass der Senat also auch in Zukunft plant, bei künftigen Fällen von Kritik an Regierungsmitgliedern, die in Form von Memes oder Collagen im Internet erstellt werden durch Schriftsteller, Satiriker oder andere einfache Bürger, erneut also Strafanträge gestellt werden, um dann beabsichtigen zu lassen, deren Wohnungen stürmen zu lassen. Herr regierender Bürgermeister, bitteschön. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, ich bedauere, dass Sie es entweder nicht begreifen können oder nicht begreifen wollen, worum es hier geht. Es geht nicht darum, eine andere politische Meinung nicht zuzulassen. Dafür gibt es genug Raum in der politischen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, um sich mit politischen Fragen politisch auseinanderzusetzen. Hier geht es darum, dass jemand bewusst eine offizielle Meldung, ein Foto des regierenden Bürgermeisters verfälscht hat, um damit eine andere politische Wirkung zu erzeugen.
Und es geht darum, dass dieses Foto im Übrigen auch von der AfD-Dame Spreewald, wenn ich es richtig im Kopf habe, genutzt wurde dann für ihre politische Propaganda. Und das bin ich nicht bereit hinzunehmen, das muss ich auch nicht hinnehmen und dagegen werde ich weiter auch diese Schritte einleiten, die ich eingeleitet habe, nämlich die Staatsanwaltschaft zu bitten, ob daraus ein strafrechtlicher Vorgang folgt, den man nachvollziehen kann. Das ist etwas, was mir zusteht, wie jedem anderen Bürger und jeder anderen Bürgerin auch. Und das werde ich auch weiterhin tun. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Ich überlasse es Ihren Empfinden, wie Sie die Antwort beurteilen. Herr Wallender, Sie saßen nun unmittelbar wenige Meter entfernt, haben die Fragen gestellt. Wie gehen Sie mit solchen Antworten um? Was haben Sie für ein Empfinden dabei? Ja, ich habe kein gutes Empfinden, weil der regierende Bürgermeister anscheinend das einfachste Rechtsverständnis vermissen lässt, dass er sozusagen einmal nicht einsieht, dass eine Hausbesuchung ein massiver Grundrechtseingriff darstellt und dass die eben, wenn sie rechtswidrig erfolgt, eben keine richtige Maßnahme war und dass man sich selbstverständlich eigentlich dafür entschuldigen müsste bei der Frau. Und stattdessen er weiterhin der Meinung ist, die hat einfach etwas geäußert, was er nicht wollte und sie müsse, und deswegen geht er auch weiter in Zukunft so dagegen vor, wie er hier vorgegangen ist. Und damit stellt er sich eigentlich gegen die Meinungsfreiheit und gegen legitime Regierungskritik. Man muss sich aber mal vorstellen, an und für sich gibt es ja in Deutschland den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung nicht mehr. Ja. Und trotzdem scheint es so zu sein, er sagt, also wenn Regierungsmitglieder verunglimpft werden, dann müsse man gemeinsam dagegen aufstehen. Also das ist schon ein völlig neues Verständnis von Meinungs- und Kunstfreiheit und wie man sozusagen mit Regierungskritik umgeht. Ja? Und wenn jetzt Hausdurchsuchungen drohen bei einfachen Leuten, die im Internet irgendwas teilen, was regierungskritisch sein könnte oder auch einen Regierenden verunglimpft, ja, ich meine, das ist ja ganz normal innerhalb einer Demokratie, dann müssen die Leute in einer Staatsanwaltschaft die Hausdurchsuchung erwarten. Das erinnert einen eben an Systeme oder an Systeme, wo wir eigentlich nicht leben wollen. Ja? Man kritisiert Russland für seine Politik, für Putins Politik, dass dort die Opposition auch immer Hausdurchsuchungen bekommt, wenn sie irgendwas schreiben gegen Herrn Putin. Und in Deutschland scheint das mittlerweile auch gang und gäbe zu sein. Ja. Sie als Jurist, glauben Sie, dass die Judikative hier mehr Eigenständigkeit zeigen müsste und dass die politische Beeinflussung doch hier ein Riegel davor geschoben werden müsste? Denn wenn man schreibt hier an den leitenden Staatsanwalt, Ihr Dienstherr, dann sind es schon Dinge, dann kann man schon von Beeinflussung reden. Muss die Judikative, müssen die Gerichte für sich mehr Eigenständigkeit zeigen? Also die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall definitiv kein gutes Bild abgeliefert. Was anderes ist ja, sind die Staatsanwaltschaften leider ja weisungsgebunden weitestgehend. Bei den Gerichten war es jetzt hier nur, kann man dem vielleicht dem Richter, der den Untersuchungsbeschluss unterzeichnet hat, einen Vorwurf machen, obwohl man sagen muss, das ist leider ein Massengeschäft. Ja, das wird also wahrscheinlich relativ durchgerutscht sein. Gut war, dass sich die Rentnerin dagegen gewehrt hat und tatsächlich das nochmal hat überprüfen lassen und dass das Landgericht dann auch so klar entschieden hat. Denn dadurch ist der Fall ja erst öffentlich geworden und eigentlich erst an die Presse gekommen. Und ich glaube, dass das auch ein gewisser Mechanismus ist, der dazu hilft, dass Staatsanwaltschaften nicht mehr in Zukunft so leichtfertig einfach das anordnen, weil der Ruf der Staatsanwaltschaft wird ja dadurch auch ruiniert. Ja, also wenn hinterher festgestellt wird, das war alles offensichtlich rechtswidrig und das dann auch noch presseöffentlich ist. Insofern, es bleibt die Hoffnung, dass dadurch, dass der Fall öffentlich geworden ist, eine gewisse Selbstdisziplinierung da eintritt. Aber wichtig ist, und daran arbeiten wir jetzt auch vermehrt, aufzudecken, ist das nur ein Einzelfall oder gibt es noch mehr Fälle davon? Weil ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch viele Fälle, die gar nicht öffentlich werden. Ja? Und wo dann auch überhaupt dieser Skandal, der dahinter steht, gar nicht bekannt wird. Zumal die Menschen ja doch Angst haben und wie im Fall Carina F.
Sie ist traumatisiert, sie hat es ja schon zu Stasi-Zeiten erlebt und sie sagt, sie hätte nicht gedacht, dass sie das jemals in dieser Form so erleben würde. Umso wichtiger ist es, dass man hier wirklich ohne Scheu vor der Majestätsbeleidigung deutlich zum Ausdruck bringt, Moment mal, wir sind wehrhaft und viele können es nicht tun. Einmal sind es monetäre Gründe und zum anderen steckt natürlich auch die Angst noch mit dahinter. Herr Wallender, würden Sie uns weiter informieren, dass wir am Ball bleiben, unsere Zuschauer informieren können? Na, selbstverständlich. Also sobald ich wieder neue Infos zu dem Fall, zu den Entwicklungen habe oder sogar noch andere Fälle da feststellen kann, können wir gerne wieder ein weiteres Interview führen. Stehe ich gern zur Verfügung. Dann sage ich recht herzlichen Dank, um die Zuschauer noch aufzuklären. Im Hintergrund sehen wir Stauffenberg und auf der rechten Seite sehen wir John F. Kennedy, der 1963 ja in Berlin gedacht hat, ich bin ein Berliner.